so ein Rotz. Kann ich nochmal da graben? Grab ich ja noch zweimal woanders. Es ist aber allemal günstiger, wenn ich mir die Teile kaufe. Glaube ich zumindest. Nur Blätter sind halt später sehr wenig wert. Die bringen mir dann nichts mehr. Terra-Blatt. Und komm auch hier. Ich gehe da nochmal rein. Ich will wissen, ob ich das wiederholen kann. Ich habe es nur gerade derbst versemmelt, wie man gesehen hat. Das kann nicht wahr sein. Ja. Ja, fein. Du mich auch. Rausgehen. Anquatschen. Ich wage es. Nein, ich kenne die Regeln. Lass mich rein. Oh. Dritter Schlüssel, dritter Schlüssel, dritter Schlüssel. Ah, fuck. Sind halt so nicht static. Schade. Das war halt doch nur einmal, weil man kann hier an den gleichen Punkten suchen. Nö, hab keinen Bock mehr. Ich schenk dir das. Was? Na gut, dann grab ich halt doch noch zweimal irgendwo. Wenn ich schon so ehrlich sein will. Junge, ich hätte auch nicht mein Geld zurückverlangt oder so. Bla bla. Ah, bla. Gut. Block. Aber absichtlich failen beim Ring, das mache ich nicht. Deswegen. Aber ich glaube, das könnte der Schatz gewesen sein, von dem sie gesprochen hat. So, jetzt aber weiter in der Story. Ich habe schon wieder sehr viel Zeit verbraucht und noch nichts erreicht. Ah. Schrittzähler-Service. 1000 Eisenschuhe. Klingt ordentlich. Sonderbare Fla... Voodoo-Puppe. Ich habe euch ja schon gezeigt, was man damit machen kann. Ich bin aber auf 8000 aus, deshalb muss ich bald wieder in gefährliches Gebiet. Und mit Schrittzähler natürlich. Eisenschuhe, ich weiß nicht mehr genau, was die machen, aber dafür will ich jetzt keine 1500 Schritte... Ja, Schritte raushauen, das klingt scheiße. Ich möchte keine. Ja, ich hätte gern 8000, aber so viel habe ich leider noch nicht, also... Frage mich, ob die... bla 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 bla. Bevor ich jetzt mit der lieben Kizuna spreche, gucke ich mich hier nochmal um, ja, Schatz, ja, hier gibt's nichts Neues, also... Ach nee, halt, hier, Typi, den kann ich noch ansprechen. Kennen wir auch, mehr oder weniger. Hey, der Boss hat mir von euch erzählt. Wollt ihr los? Nee, noch nicht. Moment. Ich quatsch noch mal mit Kizuna. Hat die was zu sagen? Ich glaube zwar nicht, aber naja. Sind wir endlich soweit? Gehen wir. Okay, auf. Ist ja gut. Stoßen wir ab! Jetzt gleich nochmal speichern. Denn bis zum Boss mache ich noch und dann lege ich, glaube andererseits? Ich habe noch eine knappe Stunde. Ich wollte noch eine knappe Stunde aufnehmen. Das schaffe ich doch locker, den Boss noch, hallo? Wird auch gelacht. Da ist ein schöner Kutter. Schön miefig, schön faulig, schön gefährlich. Wenn der mal nicht jeden Moment explodieren könnte. Sind wir etwa seekrank? Alles in Ordnung? Nein. Dir scheint es aber besser zu gehen als vorher. Zumindest kannst du jetzt sprechen. Vielleicht. Oh Gott, da stimmt was nicht. Schaukeln Boote immer so. Warum gehst du nicht raus aufs Deck? Die frische Luft wird dir gut tun. Ja, das versuche ich mal. Ich begleite dich besser. Du scheinst noch ein wenig wackelig auf den Beinen zu sein. Nein, nein, es geht schon. Falls ihr es wusstet, ja, ich kann nicht rennen im Moment. Deswegen wird es jetzt länger dauern, den Raum hier abzusuchen. Ich hätte mal leicht übersehen. Rosenholzarmband. Na, dann gucken wir doch gleich mal, was das macht. Gibt die Wirkung von Lähmung. Naja, Lähmung. Lähmung ist mir scheißegal. Geht noch.
Auch wenn ich da nichts machen kann, außer verteidigen. Haha. Ich habe ja Andy, der kann ja Lähmung heilen und HP wiederherstellen. Das Mädchen Mew verfügt über ausgewöhnliche Kräfte. Sie würde ein hervorragendes Studienobjekt abgeben. Der junge Mann, Shadowfang, hat ebenfalls ungewöhnliche Kräfte. In Zukunft muss unser Land... Also ich hätte weiter zugehört, da stellt jetzt was zu sagen. Was ist mit meiner Zukunft? Da! Ah! Hoch! Drop. Hey, was soll das? Es gehört sich nicht, die Nase in die Angelegenheiten einer Dame zu stecken, Sunny Boy. Was ist mit der Notiz? Was steht drin? Was? Oh, du meinst das hier? Das olle Ding, das ist nur ein Tagebuch. Ich dachte, ich sollte alle Einzelheiten dieses Abenteuers besser schriftlich festhalten. Das ist mir total egal. Git, das ist widerlich. Weh, du kotzt. Ich glaube, der hat gerade. Schluck. Git, das ist widerlich. Das heißt nicht, dass du runterschlucken sollst. Mit mir ist's aus. Ja, das Let's Play ist zu Ende. Tod des Haupthelden durch Seekrankheit. Tja, Leute, ist leider so. Scherz. Wie ekelerregend und widerwärtig. Geh, leg dich hin oder sonst was. Husch, husch. Ich werde mich hüten. Mir ist auch schon ganz schlecht. Ich werde schön das Schiff erstmal erkunden. Abgeschlossen. Warum? Warum? Was haben die da drin vor? Aha, lauschen wir doch mal. Es ist ein ganz schöner Nebel aufgezogen. Ja, aber keine Angst, das Boot fährt tadellos. Ich dachte ja nicht, dass es so leicht ginge. Sie sind enorm, Frau Oberleutnant Kawashima. Sie denken tatsächlich, dass wir ihnen ihre persönlichen Boten sind. So, von Shanghai müssen wir sie nur auf den Spezialtransport ab nach Japan verfrachten. Wir müssen ständig aufpassen. Die Leute haben schließlich die Soldaten im Transsibirischen Express abgeschlachtet. Ja, tja, ich habe auch davon gehört, aber... Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Mädchen zu so etwas in der Lage ist. So ein süßes Ding. Schaut doch nur, wie sie den jungen Mann pflegt, dem die ganze Zeit so übel ist. Er könnte es getan haben, dieser Shadowfang. Der ist sicher für das Blutbad verantwortlich. Kato? Ja? Ich wollte es selbst sehen, wollte das Mädchen und ihre Freunde mit eigenen Augen sehen. Du wirst wohl von dem alten Mann in Shanghai gehört haben, der unsere Armee schwer zu schaffen macht. Ja, ich weiß nichts Genaues, aber Dehuai scheint ein Hexer mit den Kräften eines Adepten zu sein. Richtig. Ihm haben wir es zu verdanken, dass wir in Shanghai keine annehmenswerte Macht haben. Der alte Schurke Dehuai hat schon was auf dem Kasten. Er soll es vor 15 Jahren fast geschafft haben, Japan mit altem taoistischen Zauber zu zerstören. Also wenn die weiter so labern, schaffe ich es doch nicht mehr. Wirklich? Wer weiß. Es könnte einfach eine dieser Übertreibungen sein, im Suff geäußert. Anscheinend konnte ein Oberst der Abteilung zur Bekämpfung schwarzer Magie Dehuai gerade noch stoppen. Ich hatte keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie viel davon wahr ist, aber zumindest ein Teil davon wird stimmen. Was? Die Bürohengste, die uns Befehle erteilen, haben keinen blassen Dunst von der Größe dieses Landes.
Und von der Verschiedenartigkeit der Leute und ihrer Mentalität haben sie erst recht keine Ahnung. Diese Utopie, die wir durchsetzen wollen, das ist doch nur ein Deckmantel für ein dreckiges Geschäft. Sogar ich könnte nur ein kleines Rädchen in dieser Maschinerie sein, das hilft dir am Laufen zu halten. Die Leute hier sind Opfer der Politik. Alles, was sie wollen, ist in Ruhe und Frieden zu leben. Es überrascht mich nicht, dass dieses Land einen Hexenmeister wie Dehuai hervorgebracht hat. Wer Gewalt sieht... Frau Oberleutnant, was denken Sie, ist die Verbindung zwischen Miu und Dehuai? Aber verzeiht, ich langweile Sie. Ich habe mich wohl etwas in Rage geredet. Aber nicht doch. Mich interessiert immer, was Sie denken, Frau Oberleutnant.